Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich setze als Stadtverordnetenvorsteher meine Reihe fort, und zwar die Reihe Unternehmerinnen und Unternehmer blicken auf unsere Stadt, blicken auf Rüsselsheim. Ich hatte schon einige Damen im Interview, heute ist es ein Herr und es ist ein erfolgreicher Unternehmer, das kann ich schon mal sagen, hier in Rüsselsheim. Alles Weitere werden wir jetzt im Gespräch gleich erfahren von Herrn Inoglu, der sein Unternehmen vorstellen wird, aber insbesondere auch sich selbst, seinen Weg zum Unternehmer. Und natürlich die wichtigste Frage, den Blick auf Rüsselsheim als Bürger in Rüsselsheim, aber natürlich auch als Unternehmer. Herr Inoglu, ich habe es gesagt, Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer hier in Rüsselsheim. Vielleicht erstmal zu Ihrer Person. Wie sind Sie Unternehmer geworden? Man kommt nicht als Unternehmer auf die Welt, sondern irgendwann entschließt man sich dazu. Und ich glaube, Sie haben im Vorgespräch auch angedeutet, das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Das ist bestimmt auch für viele, die uns zuschauen, zuhören, interessant. Wie war der Weg bei Ihnen zu diesem Unternehmen, das wir heute dann auch kennenlernen werden? Aber erstmal zu Ihrer Person. Wie sind Sie Unternehmer geworden? Ja. Ich bin in Trebur groß geworden, also ich bin in Groß-Gerau auf die Welt gekommen und bin in Trebbe in die Schule gegangen, und durch meine Ausbildung hat sich das ergeben, dass ich in Rüsselsheim zum ersten Mal mit 15, 16 Jahren kam ich nach Rüsselsheim. Welche Ausbildung war das? Ich habe bei der Familie Schneider, Autohaus Schneider, meine Ausbildung gemacht und so kam ich dann mit meinem Mopedchen nach Rüsselsheim von Trebbe aus. Und so habe ich erstmal Rüsselsheim mal kennengelernt. Ja, mit dem Moped. Mit dem Moped. Ja, und es gab dann nur eine von Trebbe nach Rüsselsheim, und so Rest kannte ich gar nicht von Rüsselsheim, und aber hin und zurück. Und so hat sich das dann bei mir ergeben, dass ich meine Ausbildung bei der Familie Schneider jetzt absolviert habe. Und dann kam ich nach meiner Ausbildung, habe ich dann gesagt, okay, meine Ausbildung war beendet und ich wollte dann mich dann selbstständig machen. Das war immer mein Ziel, dass ich dann gesagt habe, ich mache meine Ausbildung. Warum? Warum wollten Sie sich selbstständig? Was hatten Sie im Kopf? Sie haben eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch. Man geht zu einem Unternehmen, macht da seinen Weg, und dann wäre der übliche Weg von den meisten, man arbeitet irgendwann als Angestellter. Aber Sie haben gesagt, ich will mehr. Warum? Ja, ich war ja auch damals jung. Ich war 18, 19 Jahre alt. Ja. Und da hatte ich viel Mut gehabt, zu Vergleich. Das gehört dazu? Also dazu gehört. Und deswegen ist es dann, wenn jemand sich mit 50 oder 60 selbstständig macht, dann ist es ja so, dass man die Welt anders sieht und auch andere Verantwortungen hat. Und mit 18, 19 war das so, dass ich mir diesen Mut habe ich mir nehmen können. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ich war 18, 19, Ausbildung frisch fertig. Und dann habe ich dann gesagt, ich fange dann aus mit der Automobilbranche, wo ich jetzt meine Ausbildung gemacht habe. Habe damit dann mit Autohandel angefangen. Eine Zwischenfrage noch. Wenn man sagt, okay, ich gehe den Weg, ich werde Unternehmer. Da hat man ja vielleicht das ein oder andere Vorbild, wo man sagt, den habe ich mir angeguckt, das habe ich mir angeguckt. Das könnte meine Richtung auch sein, oder das schaue ich mir da ab. Gab es da sowas? Ja, mein Chef. Ferdinand Schneider, das war eine Vorbildfunktion für mich immer. Okay. Immer, was er gemacht hat, war immer, dass ich gesagt habe, der hat das nicht ohne irgendeinen Grund gemacht. Der hat das immer erklärt. Das war auch natürlich, man kann das heute vielleicht nicht vergleichen, war eine andere Zeit, das war eine alte Schule vielleicht, im Vergleich heute. Und war eine andere Anerkennung und andere Wertschätzung war das. Und immer, wenn wir was in diesem Unternehmen waren, war immer von mir, dass ich immer wissen wollte, warum machen wir das? Was ist denn Sinn der Sache? Also Sie haben so eine Neugier gehabt auch. Neugier. Wie funktioniert das alles? Ja, also das war jetzt nur für mich, weil ich dann immer gesagt habe, wenn ich meine Ausbildung fertig mache und ich möchte mich selbstständig machen, immer dieses Know-how habe ich dann mit 18, 19 schon angefangen gehabt, hinterfragen, warum machen wir das? Und das hat man mir immer plausibel erklärt. Und ich habe es immer dann gesagt, aha, deswegen, weil mit 18, 19 kommt man ja nicht auf die Idee, warum man das so macht. Und so hat sich das dann bei mir gegeben, dass er für mich eine Vorbildfunktion war, der Herr Ferdinand Schneider. Und Sie wollten aber auch mehr erreichen für sich. Ja, ich wollte
ein seltenes Autohaus mir eröffnen. Das mal war das vielleicht auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, die Sicht eines Selbstständigen, das war dann jetzt nicht nur, dass ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt nur in Autohandel mit ein paar Stück, wo ich so auch losgelegt habe, aber ich wollte zu diesem Punkt bringen, dass ich zu den führenden Autohäusern... Also Ehrgeiz war da schon dabei? Das war schon, okay. schon damals da. Also ich hatte dann auch viel Mut gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay, wir können nur gewinnen, weil ich mit null angefangen hatte. Ja. Ich hatte damals meine Azubi-Vergütung ja gehabt und mit dem Geld, da waren dann so, dass ich dann mit 2.000, 3.000 DM, Deutsche Mark, war dann so, dass ich mir die Autos dann gekauft habe, dann verkauft habe. So hat sich das bei mir ergeben. Also ich konnte ja nur gewinnen. Also ja. es war ja nicht so, dass ich dann jetzt in Millionen war und ich konnte das Geld verspielen. Ich hatte nichts gehabt. Ich war auf null und von null hatte ich ja angefangen und habe dann angefangen in Groß-Gerau war das so, weil ich dann in Rüsselsheim zu diesem Zeitpunkt keine Fläche, Mietfläche gefunden hatte. Ja. Und dann war ich dann in Groß-Gerau und 1996, März, hat sich das, war der Start, dass ich meine erste Gewerbeanmeldung mir angemeldet habe und so kam das mit Autohandel in Groß-Gerau. Das war der Startpunkt. Das war der Startpunkt. Das war der Startpunkt. Ja, jetzt würde ich mir wünschen, dass Sie mal so ein bisschen kurz skizzieren, ab dem Punkt der Selbstständigkeit, wie ist jetzt zu diesem Unternehmen gekommen, das Sie jetzt haben, das sehr breit aufgestellt ist. Sie haben ja im Vorfeld schon gesagt, nur mal so als Stichwort eins, Sie haben 50 Mitarbeiter, das ist ja schon was. Ja, das ist jetzt keine Klitsche, sondern das ist schon ein bisschen größer. Sie haben Auszubildende und so weiter. Dass Sie einfach mal skizzieren diesen Weg, wie es zu diesem Unternehmen gekommen ist und wie es sich jetzt darstellt. Aber der allerwichtigste Punkt für mich ist nochmal Ihre Unternehmensphilosophie. Was ist für Sie wichtig und vielleicht auch ein Teil des Erfolges, den Sie haben? Das ist ja nicht zu bestreiten. Ja? Das nochmal skizzieren, bitte. Also der größte Vorteil, dass ich von Groß-Gerau nach Rüsselsheim gekommen bin, dass man den Standort vielleicht auch Rüsselsheim betonen muss, dass man sagen muss, Opel, wenn man über Opel spricht und Fahrzeughandel und alle Fahrzeuge jetzt, wenn die Leute sich an Opel suchen, dass der Standort Rüsselsheim ist, das muss man schon erwähnen, dass es viel auch mit der Sache zu tun hat. Weil also der Standort war für Sie schon mal wichtig? Sehr wichtig, ja. Weil wenn ich das heute vergleiche in Groß-Gerau, hätte ich mich nicht so vergrößern können wie hier in Rüsselsheim. Das muss ich wirklich gestehen. Für uns war immer, dass wir gesagt haben, Vermögen ist gleich Kunde, dass wir uns da mal ein bisschen zum anderen Mitbewerber, weil ich gesagt habe, der Kunde ist Personal und was rundherum dazu gehört, ist bei uns Vermögen. Also bei uns im Unternehmen gibt es zwei Abteilungen. Einmal gibt es bei uns materielle Werte, dann unmaterielle Werte, würde ich definieren. Da gehört Personal dazu, da gehört der Kunde dazu und unser Netzwerk, unsere Datenbank, das gehört bei uns noch zu unserem Vermögensbestand. Und da sind wir, dass wir unser Vermögen nicht verlieren wollen. Wir möchten unseren Kunden auch nicht verlieren. Und deswegen arbeiten wir stark daran, dass wir zufriedene Kunden bekommen und dass es dadurch jetzt ist, dass wir auf dem Markt bei diesen ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen noch auf den Füßen stehen können. Jetzt, wenn uns einer Zuhörer zuschaut, beobachtet, nochmal ganz kurz, können Sie mal skizzieren, wie strukturiert sich Unternehmen? Sie haben einmal den Schwerpunkt, ich sag mal Auto, und einmal natürlich auch den Schwerpunkt Immobilien, aber es hängt noch viel damit zusammen. Das ist mal ganz kurz so skizzieren, was macht Ihr Konzern aus insgesamt? Also ich bin seit 96, das sind jetzt 26 Jahre, im März sind es jetzt 26 Jahre und wir sind ein Autohandel, wo neu und Jahreswagen, Gebrauchtwagen im Bestand etwa 500 Stück haben wir etwa, was bei uns vor der Haustür steht. Wir sind jetzt, gehören zu den Autohäusern jetzt, die auch mit Finanzierung, mit Leasinggesellschaften eng zusammenarbeiten, wo wir dadurch auch Leasingrückläufe bekommen, was auch bei uns viel Sortiment vorhanden ist. Und dass wir auch eine Werkstatt haben, was rund ums Auto gehört, dass wir von A bis Z alles. Also bieten rund ums Auto komplette Dienstleistungen an. Können wir machen. Okay.
Man kann bei uns zu der Ausbildung im Automobilbereich, kann man bei uns Automobilkauffrau, Kaufmann kann man lernen. Mhm. Also Sie ziehen Ihr eigenes Personal an? Ja, das muss das man sagen. Okay. Und man kann Automobilkaufmann, Automobilkauffrau, Kfz-Mechatroniker, Mechatronikerin kann bei uns eine Ausbildung machen. Und da würde ich sagen, zum Vergleich unseren Mitbewerber ist es jetzt so, dass wir viel an Fahrzeugen und an Dienstleistungen anbieten können. Mhm. Okay, das ist der eine Standort. Und dann haben wir den Standort Immobilien und was alles mit zusammenhängt. Ja, das haben Sie auch. Immobilien, da sind wir jetzt seit 14 Jahren auf dem Markt. Ja. Wir haben angefangen mit Vermietung und Verpachtung. Wir sind auf Bundesebene mit 70.000 Quadratmeter, was Vermietung und Verpachtung ist. Da sind wir jetzt auf dem Markt. Wir machen, wenn wir ein Grundstück finden, dann tun wir auch schlüsselfertig bauen und veräußern das und haben eine eigene Maklerabteilung, was jetzt den Vertrieb macht. Und da sind wir mit 7 Leuten tätig in der Immobilienabteilung. Ja. Und Sie haben mir mal im Vorgespräch gesagt, also ich habe gesagt, 50 Mitarbeiter und Sie bieten etwa 4 Ausbildungsplätze an. Das erinnert sich ein bisschen, also Sie ziehen sich, ich habe es gesagt, Ihr eigenes Personal ran. Ja. Es gibt ja viele Unternehmen, die leider darauf verzichten. Ja, Sie bieten das an und bieten da auch eine Perspektive. Jetzt interessiert mich nochmal, wir haben es angeschnitten, Wirtschaftsstandort. Sie haben gesagt, Sie wollten bewusst nach Rüsselsheim, Thema Auto. Ja. Wenn Sie jetzt den Wirtschaftsstandort aus Ihrer Sicht mal beurteilen, wenn Sie darauf einen Blick nehmen, was sind die großen Vorteile? Wo sind aber auch Sachen, wo Sie sagen, da wünsche ich mir vielleicht auch mehr, was den Wirtschaftsstandort betrifft? Was würden Sie da sagen? Ich würde vielleicht nochmal erwähnen, dass man auch bei uns als Azubine oder als, wenn man jetzt sagt, man möchte Automobil, Kaufmann, Kauffrau eine Ausbildung bei uns machen, diese Möglichkeit hat man bei uns. Mhm. Und ich habe ja vorhin gesagt, Sie haben ja vorhin gesagt, zu Vergleich anderen Mitbewerber. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir an Vermögen, auch an Personal investieren, weil ich ja vorhin ja nochmal genannt habe, das Vermögen zum Personal. Man sollte sein Vermögen vermehren. Sichtweise. Okay. Sein Vermögen vermehren, indem man auch Personal und Ausbildungsstätte das fördert. Fördert, okay. Mhm. Nochmal zum Standort Rüsselsheim. Ja. Es ist für uns so, dass viele Leute, weil wir im Ballungsgebiet sind, hier rundherum, dass Rüsselsheim, wenn jetzt Wohnungen generell, wenn ich jetzt sehe, wir haben in Rüsselsheim, was wir so an Vermietung 12 bis 14 Euro den Quadratmeter, ist noch Rüsselsheim, für Neubau ist es erzielbar. Wenn ich das aber jetzt andere Städte vergleiche jetzt, das vielleicht 5 Euro ist und da möchte keiner hin. Also deswegen sollte man schon wissen, dass Rüsselsheim schon eine attraktive Lage ist, wo Leute bereit sind, das Geld zu bezahlen in Rüsselsheim, was im Wohnbereich jetzt ist. Im gewerblichen Bereich, da würde ich vielleicht sagen, da ist es jetzt so, dass man erstmal Unternehmen auch fördern sollte in Rüsselsheim, in der Umgebung, dass man vielleicht sagen sollte, wie kriegt man mehr Unternehmen, damit wir auch diese ganzen Leerräume, was wir in der Innenstadt oder generell, was jetzt im Internet oder generell, wo wir sagen, hey, da ist ja so viel Gewerbefläche da, wie kriegen wir diese Gewerbefläche weg? Und da bräuchten wir vielleicht mehr Unternehmer. Also das ist so eine Kernbotschaft für Sie, wir brauchen mehr Unternehmer in Rüsselsheim, die mehr, das auch umsetzen. Ja, also wir brauchen, es wird ja gesagt, wir brauchen mehr Fachkräfte. Ich würde sagen, wir brauchen mehr Unternehmer und Unternehmerinnen. Brauchen wir, wenn wir das Problem lösen, dann haben wir auch das Gewerbeobjekt dann, was so ein bisschen Leerstand, haben wir dann in Rüsselsheim auch reduziert. Also ich muss dazu sagen, es ist nicht mehr so viel Leerstand, es ist noch überschaubar, aber Standort Rüsselsheim finde ich, wenn man das Ballungsgebiet Frankfurt, Rüsselsheim, alles so 15, 20 Kilometer sieht, man ist leicht in Rüsselsheim, finde ich, ist eine schöne Fläche. Und wir haben, muss ich gestehen, fast, was Wohnbereich ist und Gewerbefläche, fast nichts, was Leerstand ist im Stand. Okay. Wenn wir beim Wirtschaftsstandort sind, dann sind ja auch Strukturen wichtig. Jetzt weiß ich natürlich über Sie, Sie sind ja auch sehr engagiert, was Strukturen betrifft. Sie sind im Gewerbeverein aktiv, Sie sind aber auch beim Deutsch-Türkischen Gewerbebund aktiv, also Sie fahren zweigleisig da. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant.
Wie wichtig sind für die diese Strukturen? Ich habe jetzt nur zwei genannt. Es gibt ja bestimmt noch mehr Institutionen, Vereine, wo sie drin sind, die auch für Sie als Unternehmer wichtig sind. Was würden Sie da noch nennen und was ist für Sie das besonders Wichtige bei diesen Strukturen? Also ich war 4 Jahre Vorsitzender vom Deutsch-Türkischen Gewerbebund, Rhein-Main. Erstens ist mein Netzwerk, dass man in diesem Netzwerk aufgenommen ist und dass man Kontakte knüpft, ja klar. Und dass man natürlich auch seine Interessen, politische Interessen und was man jetzt hat, dass man dann auch in diesem Verein dann Leute hat, die das vertreten können. Ja. Dass man manche Sachen von der Politik fordern kann. Mhm. Das ist etwas. Und es ist auch etwas, so eine kulturelle Sache, was man sieht, ich sag's mal südländermäßig. Ja. Und Made in Germany, ja. Dass man auch so die zwei Sichten, weil ich bin hier in die großgraute Welt gekommen, ich kenne jetzt beide kulturelle Sachen und dann probiere ich jetzt das zu verarbeiten, dass wir dann sagen können, okay, daraus machen wir jetzt eins und ich muss dazu sagen, das hat mich dann auch viel zum Erfolg gebracht, wo ich dann sage, okay, wir tun in dieser Phase mal Deutsch denken, in dieser Phase tun wir mal Türkisch denken und das tun wir mal gemeinsam mal verknüpfen. Ich muss sagen, Sie haben mir eine schöne Geschichte im Vorfeld erzählt, das finde ich ganz markant. Typisch deutsch ist es, wenn man so ein Unternehmen hat, das es schon sehr lange gibt, dann wird man damit, gibt es seit 1875, ja. Ja, steht groß an der Tür irgendwo. Und die Deutschen sind ganz stolz, das ist ein Unternehmen mit Tradition, das wird, ist sehr positiv besetzt. Sie sagen, das sehen Südländer manchmal ein bisschen anders. Ja, vielleicht können Sie das mal schildern. Das fand ich eigentlich ganz natürlich. Mit einem kleinen Augenzwinkern eine ganz lustige Wahrnehmung. Ja, unterschiedlich. Es ist Folgendes: In Deutschland ist es so, wenn man 100 Jahre ein Unternehmen hat, wird das geehrt. Gibt es eine Feier, wo es ganz toll. Ja? Es ist natürlich so, dass man im südländischen Bereich etwas hat, wenn diese 100 Jahre oder 150 Jahre zu diesem Unternehmen nicht passt. Ja. Also was meine ich damit? Wenn das Unternehmen 100 Jahre alt ist, besteht immer noch aus 100 Quadratmetern, dann wird man in den Ländern, wo Südländer herkommen, wird dann Pflaster drauf gemacht. Warum? Weil das nicht passt dazu. Ja, okay. Weil man sich da vielleicht schämen muss dazu. Weil sich nichts verändert hat. Weil sich nicht geändert hat. Also es ist jetzt gleich geblieben. Ja, da hat man keine Entwicklung. Keine Entwicklung. Ja, ja. Also das heißt, man hat in den 100 Jahren jedes Jahr ein Quadratmeter gewinnen können und das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt halt mal Südländer. Und im Deutschen ist es dann halt so, man ist, sich hat sich fixiert, man ist auf dem Markt, 100 Jahre auf dem Markt und das gut ist, ist es gut. Ja. Deswegen wird das jetzt in den anderen Ländern, wo ich jetzt auch global auch Welthandel mache, ist es jetzt so, dass die das nicht verstehen können, warum der Deutsche jetzt 100 Jahre voll das ist eine interessante Wahrnehmung, Das ist dann halt jetzt, wo jetzt, wenn man das weiß und man kann beides mixen, da kommt was Schönes immer raus und oft ist es, kommt, man kann dadurch viel Erfolg sammeln und kulturelle Aspekte, wo man wirklich dann sagen kann, okay, dann nehme ich jetzt mal auf, von der Sicht, wenn man auch vom Elternhaus auch so groß erzogen wird, dass man sagt, hier, was ist das, was du da jetzt machst? Was hast du in den 10, 20 Jahren geschafft? Und das bringt dann zum Erfolg. Also ich fasse mal mit meinen Worten zusammen. Sie picken sich aus Ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund, Sie haben den türkischen, Sie haben natürlich den deutschen, weil Sie aufgewachsen sind, da picken Sie das raus und sagen, das bringt mich als Unternehmer nach vorne. Das ist ja auch eine clevere Strategie, das kann man ja auch so sagen, das ist nicht schlecht. Ich will noch einmal nachhaken bei den Strukturen. Wir haben Gewerbeverein genannt, deutsch-türkische Gewerbe, waren Sie überall aktiv. Jetzt gibt es noch an, es gibt Handwerkskammer, es gibt IHK. Was sagen Sie, was, und natürlich auch den Magistrat, die Stadt Rüsselsheim. Wie würden Sie da diese Strukturen beschreiben und bewerten aus Ihrer Sicht? Was ist da gut, was wäre vielleicht noch wünschenswert? Ja, also es ist Folgendes, es ist zurzeit, ja, vorhin hat es ja nochmal angesprochen gehabt, wir suchen Unternehmer und Unternehmerinnen. Es ist Folgendes, dass die Auflagen, die man heutzutage behördlich, sind sehr, ich sag's mal, man hat große Auflagen. Und große Herausforderung, sagt man da. Ja. Und es ist dann schwierig, dass man das Wort selbst und ständig ist dafür da, dass man, ich sag's mal,
ich arbeite einen halben Tag. Bei mir ist ein halber Tag, ist bei mir 7 Uhr bis 7 Uhr. Ich arbeite nur einen halben Tag und die 12 Stunden, die langen mal. Ja. Und manchmal gar nicht. Und es ist sehr schwierig, wenn man so lange arbeiten muss und dann die Auflagen erfüllen muss. Und dadurch ist es dann so, dass das Unternehmen demotiviert wird. Ja. Dass er dann sagt, nee, ich möchte mich überhaupt nicht vergrößern. Ich bleibe so, wie ich bin. Ich bin ja auch im Vorstand im Rüsselsheimer Gewerbeverein. Wir haben dann auch viele Leute, die jetzt kurz vor 60 sind, wo ich dann sage, hier, wie sieht's da aus? Die sagen, nee, Hackern, lass gut sein, ich möchte ja gar nicht mehr machen, weil die Auflagen sind zu groß. Und durch den Tagesgeschäft, was wir alles leisten müssen, ist es knapp. Und es gibt auch viele Unternehmer, wo die wirklich dann sagen, das möchte ich meinem Kind nicht antun. Gibt es dann auch, wo die dann sagen, ich habe von Sonntag auf Sonntag gearbeitet, das möchte ich jetzt meiner Tochter oder meinem Sohn nicht mehr antun. Dadurch ist es dann halt so, dass die Leute demotiviert sind. Ich finde, die Politik sollte da gucken, dass man vielleicht die Auflagen, die da jetzt sind, oder behördliche dieses rundherum, wenn man das so ein bisschen gesünder darstellen könnte oder schneller, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Unternehmer dadurch mehr motiviert wird. Gute Message. Mir geht es jetzt noch um zwei Punkte. Ich hätte gern Ihren Blick jetzt noch mal ganz konkret auf Rüsselsheim. Sagen wir mal, wie sehen Sie es, wie wird sich Rüsselsheim in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Sie sind aus der Immobilienbranche, das sollte vielleicht auch ein Schwerpunkt sein. Und vielleicht bauen Sie mal mit ein, die Opel-Flächen, Stellantis verkauft jetzt eine große Fläche. Wenn Sie das mal so mit in den Fokus nehmen, wo sehen Sie die Entwicklung von Rüsselsheim in den nächsten 10 Jahren? Ich sehe das so, dass dieses Areal, das jetzt angeboten sind, sind ja Leute, die da jetzt Konzerne sind. Das global ist das. Und heute ist es ja mittlerweile, wenn man eine Pizza bestellt, kommt das ja über Lieferando und wie die auch alle heißen. Also es läuft über digital und global läuft das. Es läuft einmal um die ganze Welt digital und dann kommt sie irgendwann wieder nach Rüsselsheim. In die Nachbarschaft. Ja, wieder nach Rüsselsheim. So ist es. Und ich finde, die Leute, Unternehmer, die wirklich da mitgehen, die werden, wenn wir noch nach 10 Jahren vielleicht nochmal hier sitzen, würden wir sehen, die haben wir noch. Aber die sich wirklich jetzt nicht digitalisieren, die sich auch nicht global diesen Weltblick haben, die wird es leider nicht mehr geben. Also das heißt, es ist eine Herausforderung jetzt für uns allen Unternehmen, die wirklich sagen, wir machen da mit. Und ich sehe das für die 10 Jahre, für die Fläche ist ziemlich groß, was da jetzt angeboten wird. Natürlich braucht das die Politik, muss das ja auch schnell mit Entscheidungen da kommen, weil so eine Fläche kann man nicht jeden Tag, die Zinsen gehen ja auch nach oben jetzt und sind schon oben, dass die Entscheidungen von einer behördlichen Seite für einen Unternehmer große Auswirkungen hat. Deswegen, wenn die Politik da schnelle Entscheidungen trifft und wenn die Konzerne, die ganzen globalen, die haben ja auch, außer Rüsselsheim, hat man ja auch nicht die Möglichkeit, so eine große Fläche anzubieten. Dann sollte man wirklich daraus was machen. Und ich sehe schon große Entwicklungen, was auch Wohnbereich, wenn man da jetzt Wohnbereich dort Entwicklungen, wir haben ja, Not, das bietet sich dort ja auch an. In den Metropolen überall. Ja, Wohnungsnot an. Und die Flächen, wenn da so viele Leute da sind, die brauchen ja auch, was jetzt Einkaufszentrum und alles, was da rundherum ist, muss ja auch gegeben werden. Und ich finde das so, dass das Rüsselsheim, auch die Einwohnerzahl ist ja jetzt mittlerweile über 64.000. Und das wird nicht nur bei 64.000 bleiben, die wird nach oben gehen. Und mit der Entwicklung von Deutschland. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass die Flächen eine große Zukunftsorientierung für Rüsselsheim sein können. Wir haben jetzt viel über Wirtschaft geredet, über Unternehmen. Jetzt geht es mir aber nochmal um Sie. Sie sind ja auch hier Bürger in Rüsselsheim. Sie leben hier mit Ihrer Familie. Deshalb ist mir nochmal ganz wichtig, jetzt jenseits der wirtschaftlichen Aspekte, das haben wir besprochen, Ihr Blick auf Rüsselsheim.
Sie haben einen Migrationshintergrund, Sie haben das erzählt, Sie kommen aus Trebbe, ja, sind nach Rüsselsheim gekommen, leben jetzt hier in dieser Stadt, haben sich engagiert als Unternehmer, aber auch sozial und so weiter. Aber jetzt nochmal ganz persönlich als Bürger Ihr Blick auf diese Stadt. Was macht für Sie Rüsselsheim aus? Was ist das Besondere? Was gefällt Ihnen ganz gut? Und aber auch gerne noch, was wünschen Sie sich als Bürger von dieser Stadt? Ja. Ich bin der Meinung, dass wir das, was wir haben, erst sollten wir erstmal wissen, zu vergleichen. Wir werden auch verglichen mit anderen Städten generell. Ja. Und ich sehe es von meiner Sicht natürlich, dass wir in einer Entwicklung sind als Rüsselsheim, weil Rüsselsheim mit Einwohnerzahl wächst. Ja. Aber mit dem ganzen Grundstück oder rundherum jetzt, was da fehlt, noch Bedarf hat, weil wir haben ja so viele noch Wohnungen, was noch gebaut werden müssen. Ich bin ein bisschen weg von dem Wirtschaftlichen. Okay. Sie als Bürger, Sie sind ja auch in Ihrer Freizeit, in der wenigen sind Sie auch hier in der Stadt unterwegs. Wenn Sie Gäste haben, Freunde besuchen Sie aus anderen Teilen, Deutschlands oder sonst wo, kommen die her. Was erzählen Sie über Rüsselsheim? Also erstens mal Opel. Mhm. Ist es, dass wir erstmal, wenn ich Besuch bekomme, dass wir erst eine Begehung machen. Mhm, okay. Genau. Wir fangen immer, auch wenn ich jetzt vom Ausland Besuch bekomme, dann fange ich erst bei Rüsselsheim an und fange dann gleich mit Opel dann an, machen dann eine Werksbesichtigung, biete ich dann generell meinen Gästen immer an, erzähle da etwas, da sind die Leute, die dann jetzt zu Rüsselsheim damit etwas zu sich kommt. Und das ist ja, was man mit Rüsselsheim verbindet. Und dann ist es für mich dann so, ich sehe jetzt so, dass Rüsselsheim fast alles bietet, nach meinen Kenntnissen. Natürlich wird viel kritisiert, das ist normal, aber das, was jetzt man erreicht und was man bekommt, vergleichen würde, bin ich der Meinung, dass Einkaufsmöglichkeiten und das rundherum, und wir haben eine große Einkaufskraft jetzt, was die Leute auch hier haben, wir sehen es ja auch, also ich würde sagen, dass so wie es jetzt entwickelt ist, könnte ich jetzt wenig sagen, das fehlt bei uns hier in der Stadt. Also Sie sind zufrieden hier in Rüsselsheim? Ja, als Bürger ja. Als Bürger, aber vielleicht für die Wirtschaft kann ich Wünsche... Da gibt es eine kleine Liste. Da gibt es das, aber als Bürger würde ich sagen, okay, also da kann ich mich nicht klagen. Ja, und das heißt, wenn jemand kommt und fragt Rüsselsheim, sagen Sie mir mal was über Rüsselsheim, was sagen Sie dem, was macht Rüsselsheim auch, wenn Sie 3 Punkte nennen müssten vielleicht? Ja. Dass jemand hier... Sie lernen jemanden kennen aus Hamburg und sagen, wo kommen Sie her in Nöcklo? Und dann sagen Sie, ich komme aus Rüsselsheim. Rüsselsheim, sagen Sie mir mal, was macht Rüsselsheim? Wir fangen wieder bei Opel an. Opel 1, ja, okay. Erzählen dann, dass wir Frankfurter Flughafen. Ja, okay. Dass wir jetzt 15 Kilometer entfernt sind. Mhm. Dass jeder weiß, wo Rüsselsheim ist. Ja. Schön Rüsselsheim. Und dass das mit Darmstadt, Mainz, Wiesbaden rundherum erzähle ich das. Mhm. Dass wir sind, dann weiß jeder, wo Rüsselsheim dann liegt. Ist eingeordnet, okay. Ist es. Und durch die Presse wurde ja auch generell über Opel auch manchmal negativ, manchmal positiv auch ja viel berichtet. Und ich bin der Meinung, wenn man den Standort, kann man ja immer gucken, wie man das kritisiert. Also man kann ja sagen, wir haben ja eine Fachhochschule hier in Rüsselsheim, wir haben jetzt Gymnasium hier, wir haben alles Mögliche, was hier jetzt da ist. Also deswegen, wenn ich das jetzt mit den anderen Städten jetzt vergleiche und sehe, weil wir ja auch, vorhin hat es ja gesagt, 70.000 Quadratmeter Fläche habe, wenn ich das vergleiche, dann sehe ich das schon gut. Das ist so ein gutes Schlusswort. Schlusswort. Herr Nöcklo, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ich denke, das wird auch interessant für Leute, die so einen Weg gehen wollen wie Sie, der als junger Mensch angefangen hat und so erfolgreich ist. Das ist eine gute Blaupause, ein gutes Beispiel. Vielen Dank für diese Informationen auch. Ich würde noch mal vielleicht erwähnen, dass wir auch noch mal als Unternehmer bei Corona-Zeiten noch mal in eine neue Branche eingestiegen sind. Das ist in der Finanzbranche. Wir haben jetzt mit neue IG Financial Service haben angefangen, was Versicherungen und Finanzierungen anbetrifft. Da sind wir jetzt, wo wir seit Oktober 2020 auf dem Markt sind. Und das heißt auch, dass wir sagen, auch wenn es Corona ist oder Krisen gibt, wir arbeiten jetzt daran, dass wir vorankommen und nicht nur
sagen, okay, es wird... Krise als Chance. Krise als Chance. Sehr gut. Krise als Chance, auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an Achim Weidner, dass er hier die Technik wie immer perfekt organisiert hat. Und ja, ich denke, das sind interessante Informationen, die wir jetzt hier bekommen haben. Es geht weiter in der Reihe, weitere Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihren Blick auf Rüsselsheim nehmen, aber auch soziale Institutionen, die ihren Blick wieder aus dem sozialen Engagement heraus auf diese Stadt nehmen. Auch die werden wir hier ja, in Bild und Wort zum Besten geben. Vielen Dank.